Ich war 18 Jahre, als ich zum Freundeskreis kam und vorher habe ich schon einiges durchleben müssen. Mit ungefähr 9 Jahren habe ich Kopfschmerzen gekriegt und die wurden immer schlimmer, immer schlimmer. Und meine Eltern sind zu vielen Ärzten mit mir gelaufen, aber es wurde nicht besser. Und eines Morgens bin ich aufgewacht mit Kopfschmerzen und weil sie so stark waren, habe ich gegen die Wand geschlagen, um den Schmerz irgendwie betäuben zu können. Und danach sind meine Eltern mit mir zu Heilpraktikern gelaufen, haben alles Mögliche ausprobiert. Es hat aber nichts gebracht. Nach einigen Jahren kamen dann Knieschmerzen dazu, die auch so stark wurden, dass ich irgendwann nur noch schwer Fahrrad fahren konnte. Treppen steigen war fast unmöglich. Laufen tat weh. Und irgendwie konnte niemand was machen. Ja. Dann habe ich Probleme in der Schule bekommen. In einem Fach sanken die Noten. Ich habe Angst bekommen vor der Schule. Die Ängste wurden immer schlimmer. Ich habe mich irgendwann nicht mehr getraut, in die Stadt zu fahren, unter Menschen zu gehen. Und ich hatte keinen Spaß mehr am Leben. Wollte mich mehrfach vorher vor einen Zug schmeißen, irgendwo von der Brücke springen. Ich habe es aber dann doch nicht gemacht. Ich konnte es nicht. Und ja, ich war eigentlich mit 17 schon am Ende von meinem Leben. Hab mehrere Nervenzusammenbrüche gehabt, Stress in der Schule. Mein Vater lag auf der Intensivstation und ich bin zusammengebrochen. Dann, ja, dann hat meine Mutter von Bruno Gröning gehört. Und ich konnte das erst nicht annehmen, nicht glauben. Was soll das? Habe dann aber ein Buch gelesen, wo es darum ging, ja, beten Sie. Und ich habe mir gedacht, naja gut, was soll's? Bin eh am Ende, dann probiere ich das mal aus. Glauben konnte ich es nicht. Habe mich dann aufs Bett gelegt und habe so aus tiefstem Herzen gebeten, lieber Gott, wenn es dich gibt, dann hilf mir bitte. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ja, und auf einmal war eine Ruhe in mir, ein Friede, eine Leichtigkeit. Und ja, ich war frei von allen Schmerzen. Es war ein Glücksgefühl in mir. Und ja, leider dieses Glücksgefühl, das verebbte ganz schnell wieder. Ich habe dann weiterhin gebetet, aber die Schmerzen kamen wieder, die Traurigkeit kam wieder. Und ich konnte dieses Gefühl einfach nicht mehr herholen. Und es hat dann noch ein paar Monate gedauert, bis ich dann doch mit meiner Mutter zum Bruno Gröning Freundeskreis zu einer Stunde mitgegangen bin. Und da habe ich mir das mal angehört. War am Anfang sehr skeptisch. Habe gedacht, ja, ich fühle hier was, ich spüre diese Kraft und ja, warum nicht? Ich bin eine Woche später mit einer Freundin zusammen Rad gefahren und habe Schmerzen in den Knien bekommen. Und so stark hatte ich es vorher noch nie. Ich musste absteigen, ich musste schieben, ich konnte kaum noch laufen, ich konnte zum Schluss kaum noch mein Fahrrad schieben, ich konnte vor Schmerzen kaum noch laufen. Bin irgendwie nach Hause gekommen, habe mich nach Hause gequält, habe mich ins Bett gelegt, habe gedacht, fertig, meine Knie kaputt. Und ich bin aufgewacht und seitdem habe ich keine Schmerzen mehr in den Knien. Und erst im Nachhinein wurde mir das bewusst, was da eigentlich passiert ist. Ich habe das gar nicht richtig wahrgenommen. Und zu der Zeit habe ich dann ja, auch nochmal diese Regelung bekommen mit den Kopfschmerzen, mit der Übelkeit, mit der Nichtempfindlichkeit. Und diesmal habe ich es durchgehalten und es ist alles rausgeputzt worden, sozusagen. Und seitdem bin ich vollkommen frei, freue mich an Leben. Und ja, gerade Sport, was für mich sehr wichtig ist, kann ich jetzt wieder machen. Und das genieße ich richtig.